Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute wieder in Scum unterwegs mit Serials natürlich. Und wir müssen ja gucken, dass wir looten gehen. Schauen mal, was uns so vor die Füße fällt. Und in diesem Sinne würde ich dann schon sagen, gehen wir doch einfacher mal rein in unseren schönen Scum-Surfer von der Gamer Miliz. Wenn ihr da auch mitspielen wollt, ist es kein Problem. Könnt ihr euch einfach einloggen. Wir haben keinen Passwortschutz und auch keine Whitelist. Und alle Informationen findet ihr in der Inhaltsbeschreibung. Also sprich, da habt ihr dann den Link zu unserem Discord. Oder ihr geht auf unsere Homepage, die gamermiliz.info. Dort erhaltet ihr auch alle notwendigen Informationen. Dann bin ich ja mal gespannt, wo wir da wieder rauskommen. Und was dann uns so für ein Abenteuer erwartet in dieser Folge. Ah, lasst uns drauf. Ja. Klamotten brauchen wir da etwas länger. Aha, C4, Bunker. Ja, scheint neuer zu sein. Ich glaube, ich habe eine Zugangskarte. Dann gucken wir einfach uns einmal auch sowas mal an. Aha. Hallo, Herr Genosse. So, geht's doch. Tschüss und weg. So. Ich glaub's ja nicht. Haben wir denn da? Oh. Ein Messer. Sahne. Oberweite. Einen roten Helm. Einen schweren Panzer. Können wir mal anziehen. Auch auf die Gefahr hin, dass er wieder jammert. Hier ist warm. Muss man natürlich leise sein. Stichschutzweste. Wegen sowas komme ich nicht in so einen Bunker. Natürlich. Alles ein bisschen. Schlüsselkarte. Okay.
für den Fall der Fälle. Zerstören wir mal unsere Bankkarte. Dann reparieren wir mal. Viel. Strom, verdammt. Okay, stimmt, da war was. Da war was. Ah, da brauchen wir Strom dafür. Da war kein Strom. Na gut, sie fixen. Oh, klar, dafür gehe ich in den Bunker. Bin begeistert. Block.
So, jetzt müssen wir uns verbinden, weil wir haben schon eine C3-Verletzung. So. Inventar. Nochmal reparieren. So. Und dann können wir eigentlich schon wieder weitermachen. Ist zwar sehr dunkel hier drin. Upp. Das ist ja eine Sache, wo ich sage, boah, gibt hier keinen Lichtschalter? Ach nee, wir haben ja keinen Strom, verdammt. Also wer hier schnell rennt, ist sehr schnell tot. Das habe ich schon gemerkt. Aber das ist ja voll Zappendusch da drin. Also ohne Nachtsichtgerät kaum eine Chance. Man sieht ja fast nichts. Aber jetzt habt ihr es zumindest einmal gesehen. Also am besten durchgehen und dann in einem Raum verstecken. Aha. Hier hat auch schon einer gelagert. Okay. Ich habe noch Scam-Dollars gefunden, jawohl. So.
einfach mal zum Pausieren hierher. Ja. Und dann sage ich schon nochmal ein Dankeschön für diese Folge. Wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr gerne auf unserem Server mal vorbeischauen. Alle Infos sind unten in der Beschreibung oder eben im Discord oder eben auf unserer Homepage, die gamermiliz.info. Und in diesem Sinne habt ihr jetzt mal gesehen, wie dunkel es da wirklich drin ist. Also ich empfehle, ohne Nachtsichtgerät nicht in die neuen Bunker zu gehen. Deswegen bin ich auch wieder rausgegangen. Hab nicht wirklich Bock, alles zu verlieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Ciao, ciao.